Und zwar ist hier, seht ihr ja, eine Tür und da kann ich rein. Ich meine, das ist echt schon ziemlich fies versteckt. Okay. Ah gut, wir kommen endlich weiter. Benutze diesen Schlüssel in der südlichen Tür. Dort ist die erste Quelle. Und wir erhalten den Joker-Schlüssel. Yay, endlich. Ah, hat uns ja lang genug gedauert. Wo die Tür ist, wissen wir ja, Gott sei Dank. Bin ich auch, ja, stand ich auch schon oft genug vor. Also von daher muss ich jetzt nur noch hier runter und dann heile zum Eingang. Ist das Gift? Mist. Egal. Bloß weg hier. So, wunderbar. Dann muss ich nur noch die erste Quelle aktivieren und ja, dann können wir eigentlich auch weiter. So. Aber erstmal muss ich hier diese Schüsse dieser komischen Kapuzenfreaks überstehen. So, wunderbar. Jetzt komme ich wenigstens voran, also sofern ich nicht sterbe. Dann wäre alles in Ordnung momentan. Ja, so, okay. Ich hoffe wirklich, dass ich hier wenigstens jetzt... ich wollte doch noch nicht runter. Dass ich hier wenigstens was schaffe. Ich wollte nämlich zwei Sachen machen. Zum einen einmal hier in die Kirche. Aus dem Grund halt... Nein, ich will mich mit voller Energie speichern. Wobei, ich glaube, ich suche lieber den Arzt auf. Der macht mich nämlich, glaube ich, ganz gesund. Auch wenn es etwas teurer ist, egal. Rette mich. Brauchst du um Heilung? Ja, 500. Ach komm, hier. Ich habe genug Geld. Dankeschön. Jetzt, ja, ist sogar alles aufgefüllt. Ist doch verdammt praktisch, würde ich mal sagen. Deswegen, ja, werde ich jetzt nochmal mein Mantra oder, ja, meinen Rang erhöhen. Ich gebe dir den Titel Champion. Ja, ich bin der Champion, Leute. Die Götter sind mit dir. Okay, was ist das nächste? Als nächstes muss ich 30.000 erreichen. Oh, da habe ich ja noch einige Gegner vor mir, bis ich das kriege. Das wird ein Spaß. Aber gut, ich muss jetzt erstmal... Moment, wie wär's mit dem Passwort? Halt! Zwischendrin muss das auch mal sein. Deswegen noch einmal den ganzen Weg zurücklaufen. Gut, ja, bete. Und gib mir das Passwort. Auch wenn es zu lang ist, egal. Ach ja. So, weiter geht's. So weit, so gut. Und jetzt muss ich hier auf jeden Fall auf die rechte Seite kommen. Also, wenn ich diese Viecher hier auch ignorieren kann. Ah, wunderbar. Und da ist die Tür. Halt! Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Wo habe ich denn den Joker-Schlüssel? Da? Die Flügelstiefel habe ich zwar noch, aber egal. Ich will in diese Tür. Ich muss da noch oben drücken. So, und geh da rein. Schlüssel benutzt. Endlich. Und jetzt müssen wir nur noch... Ach du Scheiße. Die erste Quelle finden und hier schon wieder so ein verdammter... Ich bin tot? Wow. Okay. Ich hätte wohl einen Heiltrank eher benutzen sollen. Und die Statue mit 9000 Gold. Das ist immerhin kein großer Verlust. Ich habe nur die Hälfte meines Geldes verloren. Solange man die Objekte nicht verliert, ist noch alles in Ordnung. Und oh nein, ich muss den Joker-Schlüssel nochmal holen. Ha. Na klasse. Okay, Leute, ich würde sagen, ich hole nochmal den Joker-Schlüssel. Deswegen laufe ich nochmal den Weg da offscreen durch, um euch, ja, das halt ein bisschen zu ersparen. Und wir sehen uns gleich nochmal, ja, bei den Südturm, oder wie der auch genannt wurde. Na gut, Leute, bis gleich. Ich werde jetzt hier den Schlüssel kaufen und dann nochmal dahin laufen. So, Leute, frisch aufgefüllt und mit dem Joker-Schlüssel wieder in Gepäck, bin ich bereit, hier diese Tür zu öffnen. Und ja, mal schauen, wie ich mich jetzt hier drin schlage. Ich werde, glaube ich, diesen Gargoyle hier als erstes mal ignorieren, indem ich erstmal seine Flammenangriffe ausweiche und... Moment, ich sollte einen Heiltrank für alle Fälle ausrüsten und benutzen, sonst wird das ein ziemlich schneller Tod hier. Ich lebe wenigstens noch, auch wenn ich jetzt ein bisschen Schmerz einstecken muss, egal. Und hier ist die erste Quelle. Wow, klasse. Gut, dass du kommst. Die Quelle wird wieder fließen. Und wir haben alle drei Quellen in Gang gesetzt. Juhu, wunderbar. Ich gebe dir den Rubinring. Dankeschön. Nun schiebe den Felsen, der auf der Fontäne sitzt, weg. Puh, wir haben es endlich geschafft, Leute. War ja jetzt auch wirklich mehr als anstrengend und... Naja, nicht nur das. Es war ziemlich fies, da überhaupt hinzukommen und deswegen... Da bin ich froh, es jetzt geschafft zu haben und ich kann wenigstens weiter. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier lebend raus. So, lass mich bitte leben. Bitte. Okay. So, und du gehst für ein Stück Fleisch, wunderbar. So, habe ich wenigstens erstmal keine Angst vor sicheren Tod in diesem Spiel. Oh Gott, warum fängt es jetzt an zu lenken? Mann, warum? Okay. Okay, ich lebe mit kein Fitzelchen Energie mehr. Und das wundert mich gerade ein bisschen. Okay. Aber ich sollte froh sein, dass ich noch lebe und jetzt nicht gerade... Wobei, was hätte ich schon großartig verloren oder verlieren können? Deswegen ist es eigentlich egal. Ach, egal. Ich werde sowieso gleich sterben spätestens und dann ist es sowieso egal. Ich sag's ja.
Gut. Hab ja Gott sei Dank soweit alles erledigt. Ich muss jetzt nur noch da hochkommen. Von daher ist mir dieser Tod jetzt egal. Und ich wollte mal gucken, wie rüste ich jetzt überhaupt Objekte. Hat er den Ring schon ausgerüstet? Okay, hat er schon. Gut, dann müsste ich jetzt also theoretisch schon automatisch das verschieben können. Ach, hier weiter, ich brauche den nicht ansprechen. Okay. Leute, gehen wir mal wieder bergauf. Ich hoffe, dass ich wirklich in dieser Aufnahme etwas mehr schaffe. Ich meine, ja, ich werde bestimmt wieder am Punkt kommen, wo ich wieder so blöd rumlaufe. Aber diesmal werde ich mehr meine Augen offen halten nach solch merkwürdigen Türen. Und ja, hier ist tatsächlich eine Fontäne. Okay. Und jetzt soll ich das irgendwie schieben können? Ach so, ich muss es anschlagen. Und wir können hier weiter. Jetzt auch nicht, ich brauche hier wieder einen Schlüssel für. Da ist ein Kuhsiegel. Oh gut, dass ich solche Schlüssel gerade im Gepäck habe. Das ist ja sehr praktisch. Okay. Dann gehen wir hier durch. So. Okay, es ist mal eine neue furchteinflößende Musik, oh Gott. Ein bisschen düster ist diese Musik ja schon, aber... Okay, komm runter, du scheiß Fliege, du willst nicht. Okay, dann bleib da oben, mir egal. Solange ich hier keine bösen, nervigen Gegner habe, ist noch alles in Ordnung, und solange ich hier noch nicht tot gehe. Denn, das wäre im Moment, ouch, am bittersten. Ich glaube, ich gehe hier weiter nach oben, da brauche ich nicht weiter gucken. Oh, was bist du für einer? Okay, du bist ein merkwürdiger Amokläufer, glaube ich. Egal. Ich will jetzt hier einfach nur heile hochkommen und hoffentlich dann bald das nächste Dorf erreichen. Scheiße, was ist hier? Noch so einer. Du hast eine heftig lange Lanze, das gefällt mir nicht. Nein, damit tust du mir nur weh. Und ich stehe nicht unbedingt auf Schmerzen. Ich sollte mal den nächsten Heiltrank hier vorsichtshalber ausrüsten. Ich habe ja dann auch noch zwei, wenn ich den jetzt benutzen sollte. Ich hoffe mal, dass das nicht so schnell geschehen wird. Jetzt ist nur die Frage, ob oben oder unten lang. Ich weiß es gerade gar nicht, was irgendwie besser wäre. Ich gucke erstmal hier unten. Ah, okay, ich bin im nächsten Dorf schon gelandet. Yay, neue Dorfbewohner. Außerhalb der Stadt gibt es Läden. Dort werden wichtige Dinge verkauft. Aber es ist schwer, sie zu finden. Suche gründlich alles ab. Na, du bist gut. Ich habe schon gemerkt, dass ich hier alles gründlich absuchen muss. Naja. Wenn der Meteor mit Wasser in Berührung kommt, wird er zu Gift. Als die Zwerge uns attackierten, schütteten sie das Gift in unseren Brunnen und Flüsse. Ach so, das ist also Gift, was da alles im... Ja, so herumschwirrt. Das hier ist wieder dieser Fleischverkäufer, obwohl. Gibt's hier ein Krankenhaus? Dann würde ich da lieber rein wollen. Nein, okay, doch, da drüben. Aber hier gibt's auch wieder Schlüssel zu kaufen. Und was ist das für eine Hütte? Hier sind einfach nur ganz gewöhnliche Personen. Seitdem der Meteor einschlug, ist diese Stadt mit Nebel bedeckt. Einige Plätze könnten noch brennen. Sei vorsichtig. Ich werde mir Mühe geben dabei. Der Meteor ist im Turm des Leidens. Der Turm befindet sich über einem Priester. Sei dort aber sehr vorsichtig. Über einem Priester? Okay, und wo ist der Priester? Naja. Ich würde sagen... Rüstungsladen doch gibt's hier auch. Das heißt, hier könnte ich sogar Heiltränke wieder kaufen. Wie sieht's momentan aus? Zwei Heiltränke, ein Flügelschuh. Das heißt, zwei Heiltränke könnte ich mir erstmal kaufen. Und vielleicht nützliche Rüstung, wenn er was hat. Hab ja genug Geld, um mir eventuell was kaufen zu können. Okay, ein großes Schild, ein Blitzschlag. Ich bekomme hier sogar Pickel. Ich könnte wieder zurück, auch wenn ich es nicht brauche. Ja. Großes Schild, ich würde sagen, ja, kaufe ich. Wenn ich das Geld schon habe, warum eigentlich nicht? Krieg ja sowieso 9000 Gold jederzeit wieder, wenn ich sterbe. Deswegen, ja. Sollte man sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, stärkere Rüstung hier zu bekommen. Und neuen Zauber will ich natürlich auch mitnehmen. Wer weiß, was der noch bringt. Blitzschlag. Und Pickel, naja, den... Ja, würde ich auch mal mitnehmen zur Sicherheit. Man weiß ja nicht, ob da wieder so eine Mauer ist, die mir den Weg versperrt, wenn die hier sowas schon verkaufen. Deswegen nehme ich mal einen mit. So, du kommst mit mir. Und dann nehme ich noch einen Heiltrank mit. Und dann soll ich gleich mal gucken, wie mein Inventar momentan aussieht. Ob ich überhaupt noch was kaufen kann oder ob ich erst noch meinen Schlüssel mitnehmen sollte. Den einen Kuhschlüssel habe ich ja noch auf Reserve für alle Fälle. Aber, Moment, Objekte. Okay, zwei Plätze habe ich noch frei. Das heißt, zwei Items kann ich noch kaufen. Jetzt ist die Frage, also... Ein J-Schlüssel würde ich mir dann kaufen und... ich kaufe mir einfach noch einen Heiltrank. Bei dem, was mir wahrscheinlich noch passieren wird, weiß man nie. So.
Und wenn ich das Geld schon habe, ja, ich nehme mir noch einen Heiltrank mit. Okay. So, und als nächstes hole ich mir noch einen J-Schlüssel auf Reserve. Und dann werde ich mich erstmal wieder komplett heilen. Ja, hier war der Schlüsselladen. Und da drüben ist das Krankenhaus. Wunderbar, ich habe alles soweit, was ich brauche. Fehlt nur noch, dass er jetzt hier auch Joker-Schlüssel verkauft und so. Oder Königsschlüssel.